für mich ist das meine Entspannungsposition. Oi, oi, oi. Ja, Pierre, ich sehe dich nicht mehr. Was? Oi, oi. Okay. Oh. Dankeschön. Und herzlich willkommen erstmal. Hallo. Meine Gäste haben heute alle eines gemeinsam. Sie lieben das Extreme. Sie fordern ihren Körper bis an die Grenzen des eigentlich Fassbaren. Das beste Beispiel dafür ist Pierre, der Gummimann, der heute an diesem Nachmittag zu uns kommt, aus Kanada extra eingeflogen ist, um uns die unglaublichen Verrenkungen zu zeigen, die er mit seinem Körper so eigentlich für ihn selbst ziemlich locker bewerkstelligen kann. Also, dass er sich mit seinen Füßen hinter dem Ohr kratzt, das ist für ihn gar nichts Tolles. Oder dass er sich die Kaffeetasse auf den eigenen Füßen zum Beispiel zum Mund führt, wie wir gerade gesehen haben, das haut ihn auch nicht um. Allerdings wird es uns wahrscheinlich das eine oder andere Stirnrunzeln und ungläubige Zwinkern auch abverlangen. Nach der Werbung, wenn wir gleich wieder da sind. Das ist immerhin schwierig, so rückwärts zu gehen, ja? Kommst du da ein bisschen durcheinander und weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja! Einen schönen Nachmittag und willkommen hier bei mir im Studio. Und bei der heutigen Sendung, Arabella trifft hier den Gummimann. So lautet der Titel. Und er lässt natürlich auf eine Begegnung mit einem ganz außergewöhnlichen Menschen schließen, nämlich mit Pierre, einem Kanadier, der Verrenkungen vollführen kann, bei denen ich allein beim Zugucken also schon die Genickstarre bekomme. Derartige Dinge sind für ihn ganz alltäglich. Und man muss dazu sagen, dass Pierre selbst kein Artist ist, sich das auch nicht jahrelang antrainiert hat, sondern mit dieser Beweglichkeit anscheinend schon zur Welt kam. Er wird uns aber gleich mehr darüber berichten. Mein erster Gast in diesem Nachmittag allerdings ist Artist. Es ist Lars und er ist Schlangenmensch. Herzlich willkommen. Lars, bitte stell dich doch mal selber vor und erklär doch auch selber mal, was ist ein Schlangenmensch? Ja, der Fachbegriff ist Contortionist, ein schwieriges Wort. Und es geht darum, seinen Körper auf extreme Weise nach hinten zu verbiegen. Also über die Brücke, das kann man sich ja noch vorstellen. Und auch in den Beinen im Spagat, also extrem gelenkige Übungen vorzuführen. Die ich in keinster Weise nachahmen könnte. Ich habe schon Schwierigkeiten, das zu verstehen, wenn du es mir erklärst. Ich glaube, ich tue mir ein bisschen leichter und wir uns alle, wenn du es uns vielleicht mal vorführst. Na Darf klar. ich dich drum bitten, Lars? Na klar. Alleine nur vom Zugucken, Lars, aber du bist halt der Profi. So schlimm ist das nicht, ja. Also ich trainiere natürlich regelmäßig dafür, das ist klar.
Aber bei mir ist es eben eine antrainierte Beweglichkeit und nicht von Geburt an. Also ich muss da schon hart für arbeiten. Darf ich nur ganz kurz mal Herrn Professor Pföhringer befragen? Denn Lars hat jetzt gerade, guten Tag, Lars hat gerade erzählt, dass er natürlich hart trainiert hat in den letzten Jahren und kontinuierlich weiter trainiert. Aber heißt das eigentlich, jeder Mensch könnte sich so gut verbiegen, so eine Art Schlangenmensch werden, wenn er nur nicht so faul wäre wie ich, sondern regelmäßig auch trainieren würde? Sicher nicht. Da gehört schon ein bisschen was dazu, was wir von der Natur mitkriegen, wenn wir geboren sind. Es gibt ja Artistenfamilien, bei denen über Generationen ein Schlangenmensch den anderen ablöst. Und die haben das schon angeboren in vermehrtem Maß, diese Mobilität. Das setzt aber voraus, das kann er sich nicht antrainieren, dass deren Wirbelsäulen, und es geht ja im Wesentlichen um die Wirbelsäule, verändert sind. Die sind nicht ganz normal, die sind nicht ganz so ausgebildet, wie das bei uns sein sollte. Okay. Jetzt würde ich aber gerne wissen, ob jemand, der wie du es schon so weit bringt, sich zu verrenken, wovon wir also als Normalsterbliche nur träumen können, ob der sich auch noch beeindrucken lässt von jemandem wie Pierre, der wirklich wie geleeartig gebaut zu sein scheint. Wir haben Pierre, der heute natürlich auch ins Studio kommt, also jetzt schon hinter den Kulissen wartet. Wir haben ihn aber auch zu Hause besucht und da ein bisschen geguckt, was er zu Hause zum Beispiel alles auch als Verwirrspiel seiner Frau gegenüber zustande bringt. Frühsport für Pierre Beauchemin. Der Lehrer aus Montreal bringt sich in Form. Jeder andere müsste nach diesen Leibesübungen auf die Intensivstation. Nicht aber Pierre Beauchemin. Seine Knochen und Gelenke sind elastisch wie Gummi. Nur seine Tochter Emilie hat den Kollagenüberschuss in den Knochen. An sie wurde Beauchemins Gummigen weitervererbt. Eigentlich ist Pierre Beauchemin immer ein Kind geblieben. Manchmal versteckt er sich an den unmöglichsten Plätzen im Haus und erschreckt seine Frau Danielle. Kuckuck. Als er sich zum ersten Mal verknotete, habe ich vor Schreck eine Gänsehaut bekommen. Ich hatte von seinen besonderen Talenten gehört, doch als ich es sah, drehte ich fast durch. Heute weiß sie sein Talent für besondere Stellungen allerdings zu schätzen, nicht nur in der Küche. Eigentlich braucht Pierre Beauchemin gar kein Bett, denn ein Gummimann faltet ganz einfach seinen Körper zusammen und macht es sich bequem, überall, wo er einige Zentimeter Platz findet. Also wir haben schon ein bisschen mehr Platz hier im Studio, da kann er sich frei entfalten, aber das will jemand wie Pierre auch gar nicht. Der wird sich bei uns nämlich auch gleich noch in ein ziemlich kleines Regal quetschen. Herr Professor Pföhringer, ich würde aber gerne wissen, wie viele Menschen gibt es denn überhaupt auf der Erde, die sich derartig verbiegen und verrenken können, wie zum Beispiel Pierre, was wir gerade im Film gesehen haben? Da kann man nur schätzen. Man schätzt in etwa bei uns, dass auf 1 Million Geburten 2 maximal diesen genetischen Defekt oder diese Variante zeigen. Pierre kann 2 Dinge, die niemand sonst kann. Er kann seine Schultern und er kann seine Hüftgelenke komplett ausrenken. Er kann die rausnehmen aus den Gelenkpfannen und weit in die Gegend strecken. Er kann aber seine Wirbelsäule lang nicht so überbiegen, wie Lars das kann. Okay, das sind also 2 Paar Schuhe, deswegen ist Lars auch ein totaler Spezialist und Profi auf seinem Gebiet. Pierre dafür jemand, der zum Beispiel ohne groß mit der Wimper zu zucken seine Schulter auskugeln kann. Absolut. Und ich glaube, das hat er jetzt auch zur Begrüßung vorbereitet. Herzlich willkommen, Pierre. Guten Tag. Na, wie geht's? Süße. Oh, darf ich mal berühren? Ui. Oh. Kein Problem. Kein Problem. Gar kein Problem, sagt Pierre. Aber also, da musst du doch was spüren? No, das tut überhaupt nicht weh. Das tut überhaupt nicht weh. Also man kann sich dann aussuchen, wo man dir die Hand gibt, da oder da. Das sind ein paar Differenz. Hier auch. Und hier. Da auch nochmal. Pierre, unglaublich. Darf ich dich erstmal bitten, vielleicht irgendwo an den
Okay. Soll ich das mal probieren, oder was? Ui. Okay. Ja? Pass auf, ich will dir etwas zeigen. Okay. Ich will dir zeigen, dass dein Daumen relativ normal ist. Und jetzt schau die Langfinger an. Wahnsinn. Ja, also mit Nachmachen ist da nicht viel. Pas moyen de vous imiter. Okay. Wahnsinn. Okay. Ja, darf ich dich mal? Okay. Aber da musst du doch, also das gibt's doch nicht, da musst du doch was spüren. Knackst das nicht? Nein, no, ça craque pas. Nein, nein, das knackst überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. C'est naturel. Das ist absolut natürlich. Wann haben denn die Eltern oder wie haben denn deine Eltern dann bemerkt, dass du zu unglaublichen Dingen in dieser Hinsicht fähig bist? Mit 2 Jahren ungefähr. Ich war in einem Kinderbettchen und mein Bein war dann um die Stange gewickelt. Und mein Arm auch, um den Gitterstab. Und mein Vater musste also die Gitterstäbe absägen, und um mich zu befreien. Und dann hat er statt dieser Gitterstäbe Bretter eingesetzt. Damit du dich nicht mehr mit dem Gitterbett und den Gitterstäben auch verhängen kannst, Pierre. Exakt. Ja, exakt, richtig. Damit ich im Bettchen blieb. Denn als ich jung war, junge Kinder, die machen natürlich auch so, das ist klar. Aber bei mir war es immer elastischer. Elastischer als bei den anderen. Wie erklären die Ärzte denn, Pierre, dieses Phänomen? Das ist ja ein Wunder auf eine gewisse Art und Weise. Okay, quoique le médecin de famille. Nun, der Hausarzt, als mein Vater da Angst hatte, hat meinem Vater dann erklärt, als Junger ist er natürlich elastisch gelenkig und wenn er dann älter wird, dann wird er steifer. Irgendwo wurde es bei mir dann auch später steifer, aber nicht an dieser Stelle. Pierre, yeah. Okay. Darf ich dich mal rüber bitten zu liegen, denn was für andere Leute also schier unmöglich ist, ist ja, zum Beispiel Dank. Für dich ja ganz normal, dich mit den Füßen hinter den Ohren, glaube ich, zu kratzen oder auch mit den Füßen zu telefonieren. Ouais. Super facile. Doch. Super einfach. Pour moi, c'est ma relaxation. Für mich ist das meine Entspannungsposition. Das tut richtig wohl. Sehr gut. Sitzt du wirklich zu Hause manchmal so da und sagst, ich fühle mich wohl? Ja, durchaus. Wenn ich fernsehe zum Beispiel, oder wenn ich mich entspanne, vor allem auch wenn ich liege, wenn ich zu Bett gehe. Darf ich mal gucken? Ja, dann mache ich das auch so. Okay. Wollen Sie sehen? Also so schlafe ich tatsächlich. Ich schlafe wirklich so. Bonne nuit. Gute Nacht. Ob das ungesund ist, da kann ich ja gleich beim Herrn Professor noch nachfragen. Solche Positionen sind fairer. Die Stellungen sind natürlich auch andere immer wieder. Beim Schlafen oder bei dem, was man auch im Bett machen kann? Sie können das halten, wie Sie wollen. Ja, wie funktioniert das denn mit dem Telefonieren mit den Füßen? Soll ich dir das Telefon mal geben? Okay. Ja? Oui. Oh, it's a problem. Ah, it's no problem. Mhm. Hallo. Einfach so. Bonjour, Daniel. Ja, guten wife. Tag, Daniel. Das ist meine Frau übrigens. Okay. Hey, tu mal. Hey, mes orteils. Meine Zehen. Sehen Sie, meine Zehen, die können das auch. Na, du. Der große nicht. Da muss ich mal fragen, Herr Professor Pföhringer, warum geht denn der Daumen, warum ist der zum Beispiel nicht so biegsam? Oder warum geht der große Zeh auch nicht so leicht zum Runterbiegen? Das kann Ihnen keiner beantworten. Wir wissen ja noch nicht mal, warum im Wesentlichen seine Schultern und seine Hüften so beweglich sind, aber nicht sein Kniegelenk. Nicht seine Sprunggelenke, nicht sein Ellbogengelenk. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sein Bauplan, sein körperlicher Bauplan eben vorsieht bei diesen großen, wir nennen das Kugelgelenke,
an Schultern und an Hüften, das sind runde Gelenke, dass diese ganz weite Gelenkkapseln haben, ganz dehnbare Gelenkkapseln. Und das hat er zum Beispiel am Daumen nicht und am großen Zeh, weil das sind relativ feste Bänder. Oh, wow. Also, mir tut das weh, wenn ich das zugucke. Danke, Herr Professor, für die Erklärung. So richtig nachvollziehen, was du machst, kann man ja wahrscheinlich erst, wenn man selber mal im Vergleich auch mitmacht. Könntest du vielleicht mit jemandem aus dem Publikum mal ansatzweise derartige Verrenkungen nur mal antesten? Gibt es jemanden, der da mitmachen möchte? Traut ihr euch nicht? Soll ich mich mal hier? Ja. Soll ich mal probieren? Na, okay. Also ich kann es auch nicht besser als ihr. Das ist schlimmer. Okay, also ich versuch's mal. Die anderen sind schon so beeindruckt, die trauen sich gleich gar nicht. Okay. Ja? Okay. Oje, oje. Wo kann ich mich fest? Okay. Ich war mal im Ballett, aber das ist schon lange her. Moreto? Jetzt gehen wir zurück. Okay. Ja? Hi! Ui! Oh! Wow! Ja? Oje, oje. Ja? Pierre, ich sehe dich nicht mehr. Was? Oje, oje. Okay. Oh, kann mir mal jemand helfen? Also so ein Stoff. Komm doch mal nach vorne hier. Mal, halt mich doch mal. Oh. Ja. Vielen Dank für deine Hilfe, aber das geht nicht mehr. Okay. Das ist immerhin schwierig, so rückwärts zu gehen, ja. Kommst du da ein bisschen durcheinander und weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist? Wenigstens das? Ja, genau das ist das Problem. Und das Gleichgewicht ist ein ganz anderes. Ja. Denn so hat man es auf diese Weise und hier und was, ist es eben verkehrt. Was verändert sich da mit dem Gleichgewicht? Hat man da Schwierigkeiten, nach vorne zu kippen oder nach vorne? Ja, das ist es, genau. Nach vorne zu fallen. Denn mein Gewicht liegt dann anders. Vor allem, wenn ich gehe. Also wir werden das nie ergründen, wie das wirklich mit dem... Vor allem, wo ich auch rückwärts nicht sehen kann. Wir werden natürlich nie ergründen, welche Schwierigkeiten man mit dem Gleichgewicht hat, weil wir so natürlich nicht... Nein, bitte bleib da! Es ist aber sehr, sehr leicht. Wenn jemand zu nahe vorbeigeht und man sagt, Achtung auf meine Füße, aber die Füße zeigen nach hinten. Bringt andere vorbei, bringt Freunde mit, die schauen dann her und ich drehe mich blitzschnell um. Lass uns gleich noch drüber sprechen, wie die Leute denn auch früher vielleicht in der Schule reagiert haben, wenn du plötzlich aus dem Stegreif angefangen hast, dich derartig verbiegen und verrenken zu können. Nachher. Ich würde dich erst bitten, vielleicht setz dich noch kurz hin und mach's dir gemütlich, was auch immer das für dich bedeutet. Danke. Meine Güte, was macht er denn jetzt? Also gemütlich heißt für Pierre anscheinend möglichst klein zusammenrollen und in ein derartiges Regal hineinquetschen. Wenn er das so sieht, dann soll er ruhig dann noch ein bisschen drin bleiben. Ich kündige erstmal meinen. Das ist Pierre, der Gummimann. Und einer meiner heutigen Gäste an diesem Nachmittag. Pierre hat sich vorhin ein bisschen gemütlich gemacht. Und gemütlich heißt für ihn, aufgrund seiner unglaublichen Mobilität und Verrenkungsmöglichkeiten zum Beispiel, in ein derartiges Regal reinzukriechen. Und das Publikum hat mir gerade bestätigt, er ist während der Werbung auch nicht rausgekommen. Das scheint also richtig bequem für ihn zu sein. Aber Pierre, bitte, bitte, komm doch mal nach draußen, damit wir uns ein bisschen besser auch unterhalten können. Das ist schon anstrengend. Nein, warm ist es, heiß ist es. Okay. Pas de main. Okay. Keine Hände. Okay. Mhm. Super. No. Oh, impossible. Unmöglich. Möchtest du Kaffee? Ein Kaffee? Oui. Möchtest du Kaffee? Wo soll ich den Kaffee hier servieren? Oui. Ja? Bitte. Ja, bitte. Hier. Moment. Oh Gott, mit dem Tablett. Ich muss sagen, meine hausfraulichen Qualitäten sind nicht gerade
die besten, aber es ist ja heute sowieso alles ein bisschen außergewöhnlich. Auf den Füßen soll ich servieren? Hui. Ja. C'est différent. Ein bisschen anders, denn der Daumen war unten. Okay. Okay. Das ist gut so. Wahnsinn. Dankeschön für diese Darbietung. Diese Art und Weise, allerdings werde ich nie meinen Kaffee zu mir nehmen. Dann mach's zurück noch ein bisschen gemütlich, Pierre, bleib da sitzen, komm gleich wieder. Ich gehe nur mal zwischendurch zu Konrad. Wir gucken mal zum Beispiel, also jetzt schon ununterbrochen, auch bei uns macht. Können da auch dauerhafte Schäden für ihn bleiben? Nein, Pierre ist das, was wir einen extremen Hypermobilen nennen. Das bedeutet, diese Hypermobilität hat ja viele, viele Stadien. Wenn wir hier unsere Zuschauer nehmen, dann werden wir bestimmt ein paar, vor allen Dingen junge Damen finden, die ihre Finger auch sehr viel weiter nach hinten biegen können, als ich das zum Beispiel kann. Und diese Steigerung stellt Pierre dar. Das heißt, solange er in diesen Bereichen bleibt, wo das angeboren ist, seinen Schultern oder seinen Hüften oder Ähnlichem, passiert ihm gar nichts. Ich darf an dieser Stelle vielleicht wieder zu Pierre gehen und muss sagen, in dem Film habe ich gehört, dass deine Tochter, deine kleine Tochter, auch sehr biegsam ist. Ist die schon so gut wie der Papa? Sie kann das mit den Beinen machen, aber nicht mehr. Ich will das auch nicht forcieren. Sie sieht mich ja oft so. Sie versucht es natürlich nachzumachen. Und ich sage, bitte nicht zu viel, nicht zu sehr. Später, wenn sie volljährig ist, dann soll sie das machen, wie sie will. Pierre, wie verdienst du denn eigentlich dein Geld? Mit den Verrenkungen oder hast du noch einen ganz normalen Beruf? Ich habe einen ganz normalen Beruf. Ich arbeite in einer Schule. Ich habe eine Frau und drei Kinder und ich brauche doch etwas Sicheres, eine sichere Beschäftigung. Und das ist eher ein Hobby. Ein Hobby. Ja? Es ist aber auch mein Leben irgendwo. Ich bin eben so. Ich bin eben so geboren. Ganz normal und vor allen Dingen verdient er sein Geld eigentlich hauptsächlich mit seinem Beruf als Lehrer in einer Schule. Und auch da haben wir uns so ein bisschen umgehört, was die Kollegen oder was die Schüler, seine Schüler zum Beispiel, ja, so ist es. Zu ihm. Nein, der Highschool unterrichte ich. Wir schauen mal kurz in den Film rein. Okay. Ja? Große Pause im Gymnasium von Montreal. Pierre Beauchemin führt Aufsicht. Er versucht, normal zu wirken. Noch sieht man ihm den Gummimann nicht an. Doch das ändert sich schnell. Eine falsche Bewegung und Lehrer Beauchemin wird zum Pausenclown. Im Unterricht nimmt er aus reiner Bequemlichkeit schon mal gerne eine andere Form an. Klassenstreber Alexandre glaubt dennoch nicht, dass bei seinem Lehrer mehr als nur ein Knochen locker sitzt. Er ist ganz normal und ich mag ihn. Er ist sehr gut. Viele, die den 40-jährigen Kanadier zum ersten Mal sehen, glauben, einen Außerirdischen oder ein Fabelwesen vor sich zu haben. Dabei kratzt er sich einfach nur gerne mit dem eigenen Fuß am Ohr. Also dafür muss man ja Verständnis haben. Mein nächster Gast allerdings, der verdient mit seinen, naja, Verrenkungen und vor allen Dingen den Plätzen, an denen er sich verrenkt, wirklich sein Geld, denn er ist vom Beruf Fakir. Und sein Name ist Rodani. Herzlich willkommen. So salopp gesagt, Fakir bist du vom Beruf. Sei auch du bitte so nett und erklär ein bisschen was. Fakir ist eigentlich eins meiner schönsten Hobbys. Ich bin Fakir, Feuerschlucken, Feuerspeien. Ich spiele auch mit Rasierklingen, liege auf Glasscherben, wobei da noch jemand aus dem Publikum draufstehen könnte. Na, also ich glaube, das ist kein Problem. Ich glaube, Rodani, das brauchen wir nicht. Es reicht mir schon, wenn ich dich sehe, auf den Glasscherben liegen. Und wir haben die schon mal da drüben, glaube ich, oder du hast sie vorbereitet. Brauchst du das Mikrofon? Ich kann dir meines dann noch vorher. Okay. Kannst du das Mikrofon? Danke, Rodani. Darf ich erst mal bitten, vielleicht dich wieder rüber zu stellen?
Bei aller Bewunderung für dieses Metier, denn es ist ja wirklich auch eine Kunst, sind ja auch Artisten, muss ich sagen, noch lieber ist es mir, wenn du ganz sicher hier erstmal am Tisch stehst und ich mich jetzt ganz beruhigt auch meinem nächsten Gast zuwenden kann. Einer Frau, die auch Unglaubliches erträgt, sage ich jetzt mal, und zwar mit ihren Haaren. Mit diesem ganzen Wulst von Haaren, die da oben sind. Wie es ist, wenn man jemandem nur ein Haar ausreißt, das kann ich vielleicht mal bei einer jungen Dame, deinem Publikum demonstrieren, beziehungsweise gleich gar nicht. Aber zu diesem Zweck gibt es eben auch wieder Profis, die da lange trainiert haben und die in dieser Hinsicht dann auch wirklich Künstler sind.